Ich hatte vor einigen Tagen ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, dass es Probleme bei der Firewall in dem Compal-Leihgerät von Vodafone, also Vodafone Kabel, ehemals Kabel Deutschland, gibt. Und als Lösung habe ich damals präsentiert, dass ich mir eine Fritzbox gekauft habe, weil eine andere Möglichkeit habe ich nicht gesehen. Bei Vodafone hat das soweit jetzt keinen interessiert. Ich bin jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, zwar noch mit so einem Forumsmoderator, es gibt ein offizielles Vodafone-Forum, in Kontakt. Vielleicht kommt da ja noch was raus. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier meine Fritzbox-Cable gekauft, weil ich den Zustand, dass ich ein Heimnetzwerk habe, das nicht sauber vom Internet getrennt ist, so nicht hinnehmen wollte. Jetzt habe ich die gleichen Freischaltungen, die ihr schon in dem anderen Video vielleicht gesehen habt, jetzt hier auch offen. Die, also auf die IP-Adresse 35 und 108 gibt es einmal die Freischaltung auf den Port 1194. Die habt ihr im anderen Video nicht gesehen. Die hat nämlich das Compal-Gerät durchgelassen, ohne dass sie in der Liste war. Und das Gerät, das Gerät mit der 108 wird auf Port 1195 angesprochen. Ihr seht jetzt eingeblendet nebendran mein Handy. Und letztes Mal hatte ich da die IP drin, jetzt habe ich da meinen dünnen DNS-Namen drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich den verpixel, aber ich kann euch versichern, das geht auf diesen Anschluss. Das werden wir auch gleich nachher sehen, ob das stimmt oder nicht. So, ihr seht auf jeden Fall den Port 1194 und jetzt gehe ich einfach zurück. Dann sehe ich wieder die Übersicht meiner Geräte und jetzt im Computer ist eingeblendet, dass die Freigabe offen ist. Also dieser grüne Punkt symbolisiert das. Deshalb versuche ich mich jetzt mal hier zu verbinden und wir schauen mal, was passiert. Er sagt schon Peer Connection Initiated und das heißt schon mal eigentlich, dass er durchkommt. Genau, Sequence Complete, also da ist eine Verbindung hergestellt worden. Jetzt gehe ich mal wieder zurück und trenne die Verbindung. Ihr seht übrigens oben LTE-Netzwerk, also ich bin nicht im Heimnetz, also ich die Port-Freischaltung sollte ziehen. Deshalb gehe ich jetzt mal hier auf Bearbeiten. Hier unten ist dann die Port-Freischaltung drin. Gehe nochmal auf Bearbeiten und hier kann ich die Freigabe einfach deaktivieren. Jetzt steht hier explizit, dass man die erstmal speichern muss mit OK, sonst ist die nicht aktiv. Und jetzt sieht man hier in der Übersicht auch, dass hier kein grüner Punkt mehr ist. Gut, das heißt, ich versuche nochmal eine Verbindung auf dem Handy. Und schaut mal, was ihr hier seht. No route to host. Er weiß also jetzt nicht so richtig, wohin mit dem Port und es kommt einfach keine Verbindung zustande. Host unreachable oder sowas, genau. Und das passiert jetzt die ganze Zeit. Ich gehe jetzt mal wieder hier, während er versucht sich zu verbinden, hier rein und aktiviere die Freigabe wieder. Und zack, funktioniert es. Also da konnte ich jetzt live demonstrieren, wie so eine Firewall funktioniert. Jetzt hier nicht wundern, das ist hier noch ausgegraut. Das muss man einfach einmal neu laden und dann ist es wieder grün. Genau. So sollte eine Firewall im besten Fall funktionieren, nämlich Ports blocken, wenn sie nicht in der Freigabeliste stehen.